Beim Segmentbogenanfang gibt es sehr viele regionalspezifische Unterschiede. Daher möchte ich keinesfalls den Anspruch erheben, den einzig wahren Anfang hierher zu zeigen, sondern möchte ich nur einen Segmentbogenanfang herzeigen, der aus meiner langjährigen Praxis heraus für mich der schnellste und praktikabelste Anfang ist. Dieser Anfang basiert auf zwei Dreiecken, von denen weg ich die Schablone für den Segmentbogen ausbilde. In einem ersten Schritt spalte ich somit einen schönen quadratischen Stein auf zwei Dreiecke, die mir helfen, diese Schablone auch auszubilden. Für die zwei Dreiecke in der Mitte verwendest du am besten einen großen Stein. Dadurch bekommst du auch große Dreiecke und vor allem eine lange Grundlinie. Diese ist hilfreich, wenn du rasch die Segmentbogenschablone aufbauen möchtest. Das Stichmaß des Segmentbogens ergibt sich aus der Feldbreite, dividiert durch 5 plus minus 1 Zentimeter. Und mit Stichmaß ist diese Höhe hier gemeint, beziehungsweise, wenn ich das vom Scheitelpunkt zur Mitte hineinmesse, damit ist das Stichmaß gemeint. Im gegenständlichen Fall habe ich hier eine Feldbreite von 1,25 m, dividiert durch 5, ergibt somit ein Stichmaß von 25 cm. Die Aufteilung, damit du auf das Stichmaß kommst, erfolgt natürlich auch unter Berücksichtigung der Fugenbreite. Bedeutet, eine Fuge, eine Steingröße, wieder eine Fuge, wieder eine Steingröße und noch eine Fugenbreite ergibt das Stichmaß von 25 cm. Damit das natürlich leicht erreicht werden kann und auch die bogenförmige Schablone ausgebildet wird, ist es wichtig, im Scheitelbereich des Segmentbogens größere Steine zu versetzen. Und dadurch ergibt sich exakt das Stichmaß, das wir vorher berechnet haben. Fuge, Steingröße, Fuge, Steingröße, Fuge, habe ich hier 25 cm.